Ja, liebe YouTube-Freunde, was macht da die Bauerhause? Ich habe da eine große Aufgabe. Mein Klingenrotor muss ich alle Klingen wechseln. Die sind durch und leider habe ich das nicht im Winter gemacht und jetzt sollte ich die Maschine schon bald in Einsatz haben. Jetzt muss ich da schnell arbeiten und das schnell ist ein bisschen mit Schwierigkeiten verbunden, weil jede Klinge ist mit einer Schraube befestigt. Die Schrauben sind außen abgewetzt, lösen sich schlecht. Ich habe da den Schlagschrauber. Schlagschrauber mit Gelenk, damit ich da besser hinkomme. Ein rechtes Ding. Und dann habe ich mir da einen Spezialschlüssel zusammengeschweißt, damit ich die Mutter besser halten kann. Doppelt. Und noch eine Verlängerung dran. Es ist da echt mühsam, da die Klingen zu wechseln. Und ich hätte eine Maschine ohne Schraubensicherung. Leider auch nicht gewaschen im Herbst. Der Dreck ist angetrocknet. Der muss da zuerst abgeklopft werden. Und die Maschine hat 100 Klingen, die da gewechselt werden müssen. Und man kommt schlecht ran. Zum Teil ganz schlecht. Klinge weg, neue Klinge drauf, so mache ich es. Ich nehme da nicht alle weg. Es ist schon schwierig mit der Montage nachher, welche Klinge wo kommt. Dann Spezialwerkzeug. Vorwärts, vorwärts. Hier ist gerade so ein schwieriger Ding. Andere Seite nehmen. Befestigen geht gut. Demontieren ist das Problem. Dann seht ihr hier, die Schrauben waren zu lang, sind außen abgenützt und da ist es extrem hart schwierig, die zu lösen. Ich musste auch schon mit dem Winkelschleifer da Schrauben durchtrennen. Jawohl! Mein Spezialschlüssel. Verlängerung, doppelt, zusammengeschweißt. Und eine Verlängerung, die auf Boden abstellt. Ein bisschen besser. Besser wäre noch eine zweite Person, die mir da hilft, die da den Schlüssel hält. Jawohl! Die neuen Schrauben sind kürzer. Keine Sicherungsmutter mehr, sondern eine Scheibe, Sicherungsscheibe, das ist viel besser, denke auch zum Lösen in einem Jahr oder so. So viel Klingen muss ich montieren. Und so viel Schrauben. Ist doch viel besser, diese Schraubenlänge. Wenn man nachher hier schaut, die alte Schraube, wie lang die da hinten rauskommt. Und alles ist vermurkst.